Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Was ist bloß mit ihm? Eine Klärung. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Bei dieser Legung beantworte ich die Frage, was ist los mit ihm und wie geht ihr damit um? Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt immer einen medialen Namen. Ihr bekommt eine persönliche mediale Botschaft, immer bezüglich auf die Frage. Ich schaue das auch astrologisch an und dann kommt die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, was ist los mit ihm, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen. Das heißt, ich mache ein kleines Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Sueliria ist die mediale Name. Liebe Sueliria, ich grüße dich, das ist dein Video. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Du hast einen Wunschpartner. Er zieht sich zurück und du sperrst ihn. Die Frage ist, ob er nochmal auf dich zukommt. Und jetzt kommt die mediale Botschaft. Deine persönliche mediale Botschaft. Nimm das mit Leichtigkeit und stell dir vor, auf einmal bekommst du eine Nachricht und deine Augen glänzen, wie du das liest, und freust du dich auf diese Liebe. Wenn du das vorstellen kannst, ist es schon alles angekommen. Und so löst du das alles elegant. Das war die mediale Botschaft. Jetzt schaue ich mal dein Horoskop an. Du bist in Tierkreiszeichen Waage geboren. Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, ist in Tierkreiszeichen Widder. Waage und Widder, die liegen gegenüber, das heißt, du bist im Vollmond geboren, beziehungsweise paar Stunden nach Vollmond. Dein Aszendent ist Stier. Die Tierkreiszeichen Waage und deine Sonne ist eingesperrt. Und die Tierkreiszeichen Widder, wo dein Mond ist, ist auch eingesperrt. Sonne und Mond symbolisiert auch deine Eltern. Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter. Das ist wie eine Sperre da. Wie hast du das erlebt in Kindheit? War das diese Bindung zwischen deinen Eltern wie eingeengt? Oder du hast das als Kind bedrückt, eingeengt, hast du dich gefühlt? Also das ist mal das Erste, wo du dich davon befreien sollst. Das heißt, sei selbst. Dabei hilft dir die Aszendent Stier. Und daran liegt auch dein Glück, weil der große Glücksplanet Jupiter steht in dein Aszendent. Und das bedeutet, in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen mit Jupiter. Jupiter schenkt dir Optimismus, Lebensfreude. Stier war die Tierkreiszeichen, der dich begrüßt hat, diese Energie. Natürlich Jupiter mit dabei. Und damit hast du etwas als Geschenk bekommen. Das ist wie ein Kostüm und du trägst dieses Kostüm im Leben und es ist dein Auftritt. So bist du auch wahrgenommen. Du bist damit das Kind. Und das heißt,
Lebensfreude und Optimismus, nimm das in Besitz. Dadurch ändert sich die Lebensqualität. Gegenüber liegt das Du, ein Spiegel. Und das ist der Seelenpartner. Und die Tor zur Partnerschaft, was gegenüber liegt, öffnet sich mit dem Tierkreiszeichen Skorpio. Und genau in diesem Tor befindet sich Fortuna und schenkt dir dieses Liebesglück. Aber wie bekommst du dieses Liebesglück, wenn du daran glaubst? Nicht nur Fortuna öffnet den Tor zu deiner Partnerschaft, sondern auch Neptun. Und Neptun ist der Planet, die Träume, die Visionen. Also durch deine Träume, Visionen geht es zum Erfüllung. Und die Skorpion-Energie heißt, das ist die Magie. Versuche das verinnerlichen und so kannst du das in Bewegung setzen. Stell dir das vor, der ideale Zustand, und schenk dann ein großes Glauben, Optimismus. Und fühl diese Lebensfreude, in dem Moment kommt schon in Bewegung. Was für dich noch wichtig ist zum Beachten, das ist dein Selbstwertgefühl, weil da hast du die karmischen Lernaufgabe, das auch in Besitz zu nehmen, damit bewusst zu sein, zu deinen Werten zu stehen. Nicht nur das, dass du dieses Selbstwertgefühl stärken sollst, sondern auch verlangen von anderen diese Wertschätzung. Dadurch verbessert sich sogar deine finanzielle Lage. Und jetzt schauen wir die Legung an. Bei diesem Legesystem befindet sich in der Mitte ein Kreis. Und ich habe dabei was gedacht. Das ist das innere Kreis und es besteht aus Denken und Fühlen. Ich könnte sagen Sonne und Mond, Tag und Nacht, bewusst und unbewusst, Denken und Fühlen, männlich und weiblich, Vater und Mutter. So ist die Unterteilung. Aber für uns ist wichtig das Denken und Fühlen, wie das eingeordnet ist energetisch. Das habe ich aufgezählt, aber jetzt ist das, was wir anschauen, das Denken und Fühlen. Was ich immer wieder betone, warum? Weil das strahlt was aus. Und das, was ausstrahlt, ist unserem Energiefeld. Und dieses Energiefeld hat eine Funktion, das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Alles, was wir aussenden, ziehen wir auch an. Gleiche zieht Gleiche an. Es gibt Menschen, die haben Probleme, die beschäftigen sich mit Problemen, die sprechen über Probleme und haben Angst. Die haben gar keine Ausstrahlung und sie ziehen automatisch Probleme an und Menschen, die auch Probleme haben. Dann gibt es Menschen, die können lachen, sie haben Lebensfreude, die sind optimistisch und sie genießen das Leben. Die haben eine ganz andere Ausstrahlung und anderen Lebensqualität, weil sie ziehen das Glück an. Jetzt schauen wir deinen Gefühlen an und seinen Gefühlen. Das sind deinen Gefühlen und das sind seinen Gefühlen. Deinen Gefühlen symbolisiert das Kelch. Und Kelch vertritt die Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Du bist im Reinen. Es ist sogar mehr, weil das ist ein goldener Kelch. Und das bedeutet Intuition, bedeutet auch Inspiration. Und das gehört zu dir. Die Zahl 1
zeig dein Selbst. Du bist sehr intuitiv, auch kreativ. Lass dich inspirieren im Leben. Du bist sehr spirituell, weil du hast das Gefühl dazu. Ich könnte sagen, du bist verbunden mit dem Göttlichen. Welchen Gefühlen hat er? Er hat das Gefühl, er rutscht immer weg. Er hat Angst. Ihm geht es nicht gut. Das kann auch bedeuten, natürlich, dass er viele Probleme und viel Angst hat. Er kann sich gar nicht festhalten. Jetzt schauen wir die Gedanken an. Deinen Gedanken und seine Gedanken. Du hast sehr schöne Gefühle, aber dein Gedanken spielt sich ein Kopfkino ab. Und da hast du diesen, könnte ich sagen, Kampf. Weil du das gar nicht vorstellen kannst, dass du mal Glück hast oder dass er sich meldet, dass euch wieder trifft. Das ist für dich unvorstellbar. Dein Gefühl sagt ja, dein Verstand sagt nein. Du hast Konkurrenten oder Rivalen, also ordne ein bisschen deinen Gedanken. Welchen Gedanken hat er? Das ist ein bisschen hin und her und hin und her. Das heißt, soll ich nicht, soll ich nicht. Er steht vor wichtigen Entscheidungen. Und darüber macht er zurzeit Gedanken. Jetzt die Kommunikation. Wie ist die Sprache zwischen euch beiden? Das ist deine Karte und das ist seine Karte. Du kannst mit einer Überraschung rechnen. Das ist wie ein Fest. Kann natürlich auch eine Einladung sein. Kann auch bedeuten, dass du ihm schreibst oder dass du ihn entsperrst und das ist wie ein Fest für ihn. Und wie ist bei ihm die Kommunikation? Er zweifelt, er ist unsicher. Wieder das Gleiche wie hier, die Entscheidung, abwiegen. Soll ich nicht, was mache ich jetzt? Er zweifelt, er hat Angst und er zweifelt. Wie ist die Liebe zwischen euch beiden? Das ist deine Karte und das ist seine Karte. Diese Bindung, diese Liebe macht mir Kopfzerbrechen. So wirklich glücklich bist du momentan nicht. Selbstverständlich, er hat sich zurückgezogen, du hast ihn gesperrt. Also es ist alles andere als harmonisch momentan. Und wie empfindet er das? Er wartet und hat Sehnsüchte. Diese Dame im Bild hat eine symbolische Bedeutung, das zeigt sein Verhalten. Er schaut in die Fenster, hat diese Sehnsüchte und Erwartungen. Die Fenster kann auch Internet symbolisieren. Er schaut, wann schreibst du endlich? Und wartet. Was wird er tun und was sollst du tun? Das zeigt diese beiden Karten. Das ist deine Karte und das ist seine Karte. Du sollst fröhlich sein. Du sollst mit anderen Frauen verabreden, mit Freundinnen oder Kolleginnen. Mach das Leben einfach. Genieße es und lach mit anderen. Also sei unternehmungslustig, lebendig, such die Kontakte zu Frauen
und es schenkt dir auch ein Lachen schöne Freundschaften. Was macht er? Er untersucht etwas. Entweder kontrolliert dich und du merkst es gar nicht, oder er schaut noch an die Vergangenheit, er untersucht noch etwas ganz genau. Woran liegt das Glück oder hindert etwas bei diesem Glück? Das ist deine Karte und das ist seine Karte. Du schaust ihn an wie eine schöne Ware im Schaufenster. Und zwischen euch beide ist die Glas. Du hast diesen Wunsch, das in Besitz zu nehmen. Aber du kannst es nicht. Aber du bewunderst es. Dein Glück liegt daran, wenn du das glaubst, dass du das in Besitz nimmst. Und denkt an dein Aszendent, Stier. Stier nimmt etwas in Besitz und hat Lebensfreude und das, was du brauchst. Dann bist du selbst. Woran liegt sein Glück? Wenn er mit dir verabredet, weil das befreit ihn und macht ihn auch glücklich. Nicht nur dich, sondern er wird auch glücklich sein, wenn ihr euch verabredet. Woran liegt die Lernaufgabe? Das ist deine Karte und das ist seine Karte. Deine Lernaufgabe besteht daran, diese männliche Energie zu verspüren. Natürlich bist du Waage und Waage ist eher weiblich. Über die Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus. Und es ist natürlich wunderbar, die Schönheit, Harmonie, Ästhetik, all das hast du schon im Besitz. Aber manchmal brauchen wir Frauen auch im Leben die männliche Kraft. Und das liegt bei dir im Widder. Und im Widder hast du deinen Mond und dein Gefühl sagt es auch. Setz dich durch im Leben. Natürlich ist das ein bisschen fühlst du dich ein bisschen hin und her gerissen. Soll ich nicht? Wenn ich mich durchsetze, dann verletze ich die anderen. Ich möchte eigentlich gar niemand verletzen. Und dann gibst du nach. Und jedes Mal, wenn du nachgibst, dann geht es dir nicht gut. Weil das verletzt deinen Gefühlen. Und das ist deine Lernaufgabe, diese Mars-Energie, die Mond im Widder. Das auch mal leben. Was entspricht deinen Gefühlen? Wenn du wütend bist, dann zeig Wut. Wenn du das nicht direkt ansprechen möchtest, weil die Waage sagt, oh, verletzt ja niemand, dann geh raus in die Wald und schrei. Aber das muss raus. Weil diese unterdrückten Gefühlen, das belastet dich. Also brauchst du die Mars-Energie, Mond im Widder. Und über die Tierkreiszeichen Widder herrscht Mars. Das ist das Kriegsplanet. Das heißt nicht Krieg zu führen, überhaupt nicht. Aber das ist die Kraft. Durchsetzen im Leben. Und das, was du brauchst. Und das sagt auch dein Gefühl. Du kannst nicht immer für jede Rücksicht zu nehmen. Weil wo bleibst du denn? Wer macht auf dich Rücksicht? Du hast dann die verletzten Gefühle. Welche Lernaufgabe hat er? Seine Lernaufgabe ist diese Steigerung. Das ist wie eine Treppe. Und diese Steigerung und mit seinem Selbst bewusst zu sein, das im Glanz zu bringen. Er traut sich das nicht zu. Und seine Lernaufgabe besteht daran, seine Größe zu leben, sich mal steigern, im Glanz zu bringen. Was ändert sich bei dir und was ändert sich bei ihm? Die Veränderungen sind bei dir und bei ihm. Bei dir ändert sich etwas, dass du die Richtung bestimmst,
bist zielorientiert, triffst du klare Entscheidungen, befreist du von Belastungen und es trägt Früchte. Hier sieht man nicht die Früchte, sondern die Blumen, das blüht auf. Dein Selbst blüht auf. Was ändert sich bei ihm? Er läuft da so vorbei, stur, und er wird diese Haltung verändern, weil er bleibt da stehen. Das heißt, er bleibt bei dir stehen. Wenn du ihn sperrst, natürlich sind die Türen geschlossen, dann läuft vorbei. Aber wenn du ihn entsperrst, dann öffnet er diese Tür. Die Träume, die Visionen, das ist deine Karte und das ist seine Karte. Sein Traum ist, dass mal zur Ruhe kommen und etwas Neues starten, all das, was er vorhat, seine Ziele zu erreichen. Und dein Traum, weißt du schon? Dann schick es weg, sende es. Das heißt, visualisiere das, bleib in diesem Vertrauen, an diesem Glauben, sende das an Gott mit diesem Vertrauen, dass dieser Wunsch zum Erfüllung geht. Visualisiere das. Setz dich in Verbindung zum Göttlichen und glaub daran, dass es auch zum Erfüllung geht. Ich wiederhole nochmal die mediale Botschaft. Nimm das mit Leichtigkeit und stell dir das vor. Einmal kommt eine Nachricht von ihm und deine Augen glänzen. Und du liest du das und freust dich auf diese Liebe. Wenn du das vorstellen kannst, dann ist das schon angekommen. Das ist die elegante Lösung. Genau das zeigt hier dieses Bild. Visualisiere das und glaube daran, die Nachricht kommt von ihm. In dem Moment, wo du das vorstellen kannst, ist die Nachricht schon unterwegs. Das innere Kraft. Das ist deine Karte und das ist seine Karte. Du findest deine innere Kraft, wenn du von der Vergangenheit verabschieden kannst. Das sind die zerbrochenen Kelche, die zerbrochenen Gefühle. Wenn du nach innen schaust und findest dein Selbst und bleibst du optimistisch, da sind noch zwei stehenden Kelchen und das kannst du füllen mit deinen Wünschen und es steht. Und er findet die innere Kraft, wenn er die Ängste verliert, dass er hier runterfallen kann. So ähnlich wie hier. Er hat das Gefühl, er rutscht. Hier hat er das Gefühl, er fällt nach unten. Und davor hat er Angst. Aber kann doch gar nicht passieren. Das sind nur die Ängste. Und wenn er diese Ängste loslassen kann, dann weiß er, er steht auf stabilen Boden. Das Hindernis ist die Angst. Liebe Zuelyria, ich habe noch eine Karte für dich. Maat ist eine ägyptische Göttin für die Gerechtigkeit und wiegt alles ab. Wiegt das alles ab? Was ist möglich? Möchtest du ihn überhaupt? Und wenn du diesen Wunsch hast, dann visualisiere das, entsperrt ihn und bleib in diesem Glauben, dass er sich meldet. Und das war diese Legung, was ist los mit ihm? Ich bedanke mich nochmal, dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.